Hi und willkommen bei Spiel mal wieder Brettspieltests. Wir schauen uns heute endlich mal wieder ein Kinderspiel an. Es geht um Reimraupe von Robert Stob vom Ludit Verlag aus der Schweiz. Das ist für 2 bis 6 Spieler. Dauert so rund um eine Viertelstunde, 10 bis 20 Minuten und ist empfohlen ab 5 Jahren. Ja, Reimraupe. Thematisch geht es darum, dass die Raupe möglichst viel futtern möchte. So sind die Raupen nun mal und es gibt eine Auslage. Ich nehme mal die Schachtel zur Seite. Dann siehst du schon, das sind einfach Pflanzen von hinten und man versucht den größten Stapel an Plättchen zu gewinnen, um damit seine Raupe zu füttern. Und wer die meisten dann am Ende hat, hat gewonnen. Hier ist die Spielregel. Das ist ein kleines Faltblatt. Das sind wirklich sehr einfache und kurze Regeln, wie du gleich merken wirst. Trotzdem ist hier auch ein Video dafür hinterlegt, falls du da nochmal nachschauen möchtest vom Verlag. Finde ich immer ganz gut, wenn das mitgemacht wird. Und du siehst hier erstmal, es erinnert dich wahrscheinlich direkt an Memory, hat auch eine große Ähnlichkeit dazu, aber mit mindestens 2 ganz guten Kniffen, die es für mich deutlich besser machen als ein klassisches Memory. Aber jetzt schauen wir erstmal. Du siehst also hier, was sind es, 4x6 Karten, die schon ausliegen, und du siehst hier noch 2 Stapel. Das finde ich schon das Erste, was immer ganz gut ist. Manchmal, also je nach Alter der Kinder, habe ich gemerkt, ist so eine komplette Partie mit allen Plättchen einfach ein bisschen viel. Dauert zu lang, es dauert dann noch ewig, bis man das erste Pärchen vielleicht gefunden hat, dass es langsam weniger Plättchen in der Mitte werden. Und vorher aussortieren ist halt ein bisschen nervig und schwierig, weil man immer halt die passenden Paare vorher raussuchen muss. Und so viel Geduld haben die daneben sitzenden Kinder halt häufig auch nicht. Und hier ist das so gemacht, es ist quasi direkt in 3 Teile eingeteilt. Das kann man sehr leicht unten sehen. Da sind so kleine Raupen drin und die sind halt 3 verschiedene Farben. Diese beiden Stapel sind halt blau und gelb. Die habe ich jetzt mal rausgenommen und quasi verdeckt in die Mitte gelegt, nur die roten. Wir spielen also nur mit 1/3 der Plättchen. Das kann man da natürlich machen, wie man will, mit 2/3 oder mit allen 3 spielen. Je nachdem auch, ich würde es ein bisschen an das Alter oder die Spielerfahrung der Kinder anpassen. Ja, was ist hier sonst noch drauf? Gucken wir uns doch hier eins mal an. Das ist natürlich ein Rad. Und wir sehen bei der Raupe unten nicht nur, dass es zur blauen Gruppe gehört, sondern auch, es ist einer dieser Kringel, dieser Kreise ausgemalt. Es hat also eine Silbe. Das ist, denken wir erstmal, ja, für die Kinder achten ja nicht so drauf, aber ich weiß nicht, zumindest bei meinen, also meine sind 3, 3,5 und 6 Jahre alt, die achten da, also Silben klatschen die ständig und haben irgendwie Spaß und Freude dran, die Anzahl an Silben von Wörtern rauszufinden, und das ist denen tatsächlich auch eine Hilfe, herauszufinden, ist das jetzt, ich weiß nicht, Reifen oder ist das Rad, und dadurch, also finde ich echt gut gemacht, dass man dadurch auch unterscheiden kann, was jetzt ist hier wirklich zu sehen, und habe ich dann auch vor allem gleich das Richtige, denn ich werde in meinem Spielzug, also man spielt gegeneinander, man ist Reihe oben dran, der Jüngste beginnt und deckt 2 Plättchen auf, wie man es halt auch von Memory kennt. Das erste hier ist ein Kran, wir sehen rotes Set, und der dritte Kringel ist ausgemalt. Und das habe ich jetzt tatsächlich nicht mal vorbereitet, und daneben liegt jetzt der Schwan. Und ich weiß nicht, also ich bin jetzt mit in der Vogelkunde so mittelgut. Schwan hätte ich jetzt erkannt, aber vielleicht wäre das jetzt, hätte man auch denken können, es ist eine Ente oder ähnliches. Aber man sieht, dann sieht hier an der gleichen Stelle ist der Kringel ausgemalt, also weiß man, alles passt zusammen, dann muss es der Schwan sein, dann reimt sich dann auf Kran und Schwan, sagt man natürlich auch laute, damit ein bisschen Lerneffekt auch dabei ist. Und dann darf ich das zu mir nehmen, und wie man es von Memory kennt, wer ein Pärchen gefunden hat, darf nochmal. Habe ich einen Bus und eine Zange, und hier sehen wir schon, da gibt es keinen Zweifel, das reimt sich nicht. Bus hat nur 1 Silbe, Zange hat 2 und sind halt dementsprechend auch andere oder noch ein weiteres angemalt. Das wird wieder verdeckt. Der nächste Spieler ist an der Reihe. Natürlich merkt man sich jetzt, was wo liegt, aber durch dieses Reimen, und da achtet man viel mehr auf die Wörter, als jetzt bei einem, als würden da jetzt einfach ja, normale Bildkarten sein. Jetzt habe ich hier Maus und Nuss, passt auch nicht. So, und wer hat jetzt gut aufgepasst? Ich hatte jetzt hier eine Nuss. Und hier irgendwo war doch der... Ne, die Zange war falsch. Irgendwo war der Bus. Und wenn ich dann die... Ja, lang nebeneinander, sehen wir wieder, das passt zusammen. Können auch die Kinder dann immer direkt sehen, jawohl, das ist richtig, weil das gleich ausgemalt ist. Zu sich hinlegen. Und so geht es natürlich weiter, bis irgendwann alle Plättchen weg sind. In der Anleitung ist übrigens auch nochmal eine Liste mit all den Pärchen der... 3 Gruppen, die es da gibt, finde ich auch nochmal ganz gut. Bei 1 oder 2 Bildern waren wir uns nicht ganz sicher, was es sein sollte. Es waren, glaube ich, Schiene oder Zugstrecke. Und dadurch weiß man nochmal, was gemeint war, wenn man anhand der Silbenanzahl das nicht eh schon rausfinden konnte. Ja, so sind 70 von diesen Plättchen dabei in diese 3 Gruppen aufgeteilt. Und ja, ich würde sagen,
das war's eigentlich schon mit den Spielregeln. Dann gucken wir uns doch mal die Bewertung an. So, die Bewertung zur Reimraupe. Meine erste Kategorie, da schaue ich quasi auf die äußeren Werte. Da gucke ich mir das Material an. Ist es aus einer guten Qualität? Hält das auch nach vielen Spielen noch gut stand oder sieht man sehr leicht Verbrauchsspuren? Wie ist das Layout? Wie sind die Zeichnungen? Wie ist es aufbereitet? Und natürlich die Anleitung, die Spielregel, ist sie einfach zu verstehen? Ist sie mit Beispielen auch versehen? Also so dass das komplette Drumherum von außen. Also bei den Plättchen, die sind relativ dick, da ist alles fein, alles gut, da sind, ich weiß nicht, wir haben schon einige Partien hinter uns, keinerlei Gebrauchsspuren zu sehen, da bin ich komplett mit zufrieden. Ja, weiß nicht, die Rückseite mit diesem, da hat man halt versucht, dieses Thema von dieser Raupe, dass sie so viel fressen möchte, mit rüberzubringen. Sind wir ehrlich, das Thema kommt jetzt nicht hier hundertprozentig durch, das hätte man auch weglassen können, aber so ist es auch ganz schön und insgesamt passt es hier echt gut, sagen wir eine 7 von 10. Idee, Innovation, Ablauf heißt meine zweite Kategorie. Die blaue, da schaue ich dann, ja, ist das eine besondere Spielidee? Bringt das etwas Neues rein? Jetzt gerade bei den Kinderspielen natürlich ist es auf das gezielte Alter zugeschnitten. Funktioniert das gut? Dann hole ich mir natürlich auch die Feedbacks von meinen Kindern immer ein. Die spielen relativ viel, können daher auch schon ganz gut vergleichen. Ja, funktioniert natürlich der Ablauf an sich, so wie in den Spielregeln beschrieben. Oder hakt es da manchmal? Also, bei Reimraupe hakt nichts. Es ist sehr einfach, wie du mitbekommen hast und verständlich. Ich finde, hier wurde ein richtig guter Kniff von dem altbekannten Memory, was wir, glaube ich, alle kennen, nochmal gefunden. Zum einen dieses wirklich das namensgebende Thema mit dem Reimen. Finde ich echt schön, dass man da mal auf was anderes guckt oder auch hört, wenn die anderen die Wörter laut vorsagen. Auch als Erwachsener merke ich, dass dadurch aus die Informationen von dieser Auslage ein bisschen anders abgespeichert werden im Kopf. Das ist ganz interessant. Und wie das hier unten mit der Raupe gemacht ist, also einmal, dass es drei Gruppen von Plättchenstapeln sind, die man leicht voneinander trennen kann, das finde ich sehr gut, weil das einfach Zeit beim Aufbau spart und man so ein bisschen anpassen kann, die Schwierigkeit oder halt die Dauer des Spiels an die an das Alter der Kinder oder an die, ja, das Durchhaltevermögen, das ja von Tag zu Tag durchaus mal unterschiedlich ist. Also hier wurde von einem eigentlich sehr klassischen Spielprinzip noch sehr schön zwei, drei Punkte rausgeholt, die hier dazu führen, dass es 7 von 10 Punkten gibt. Langzeitspielspaß. Auch das ist bei Kinderspielern immer schwierig, weil Kinder natürlich sich weiterentwickeln und immer wieder neue Herausforderungen suchen. Ich bin mir relativ sicher, dass Reimraupe noch über Wochen und Monate gespielt wird. Gerade bei meiner 6-Jährigen weiß ich jetzt nicht, ob die das jetzt noch 2 Jahre spielen wird. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall von dieser, so um die 5 Jahre, wie es auch empfohlen ist, passt das auf jeden Fall schon ganz gut. Da werden die Kinder oft spielen und ihren Spaß damit haben und tatsächlich auch was lernen. Lernspiele haben wir immer so ein bisschen verschrien, so, oh, Lernspiele. Aber hier lernt man und hat Spaß gleichzeitig. Also hier gibt es ein bisschen langweilig, aber nochmal eine 7, sodass wir insgesamt eine 7 ist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung, ist eine gute Bewertung. Ja, empfohlen also für Jüngere, wie gesagt, mein 3-Jähriger mit ein bisschen Hilfe, wenn man so die Wörter mit laut vorsagt, also das grundlegende Memory spielt ja gut mit, aber hier so nur mit dem Reimen ist er natürlich noch nicht so firm. Meine 6-Jährige spielt das super, auch alleine und besiegt mich regelmäßig. Ich glaube, sie hat häufiger gewonnen als ich, bin ich mir sogar ziemlich sicher. Also da funktioniert das auch super. Ne? Wie gesagt, wahrscheinlich mit 8-9 Jahren wird es dann nicht mehr interessant sein. Ja, was bleibt? Ein empfehlenswertes Spiel für Kinder, gerade zum Thema Reimen, was ich, glaube ich, muss ich überlegen, noch bei einem anderen Spiel, glaube ich, erst überhaupt so als Teilmechanismus mit bei hatte. Also hier der absolute Kern, eine Mischung aus diesem Gedächtnisspiel, sich Sachen merken, aber halt Reime merken, Wörter merken, was passt zueinander und gleichzeitig lernt man auch ein bisschen die Anzahl der Silben. Also, das gibt einen Daumen hoch, empfehlenswertes Spiel, Reimraupe. Ich bedanke mich bei Ludit für das Rezensionsexemplar. Wenn das auch was für euch ist, schaut gern nach. Ihr werdet es beim Fachhandel oder online sowieso finden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schaut auch gerne 2 Wochen wieder rein. Dann geht's weiter mit meiner Top 100 der besten Brettkarten-Würfel-Partyspiele aller Zeiten. Aktiviere auch gerne die Glocke, wenn du mich abonniert hast. Dann bekommst du die Info, wenn das nächste Video online geht. Dann verpasst du nichts. Vielen Dank und bis bald. Ciao.